So, ich habe sie gefunden und zwar befindet sie sich beim Gasthof nochmal. Also eine befindet sich hier oben drauf auf dem Dach und die andere unten links daneben, so hier in diesem Bereich hier. Hey, ich will dich haben. Ich dachte, sie fliegt direkt auf mich zu, aber sie tut es nicht. Hey, komm her. Ja, so, jetzt haben wir alle 5 Bienen. Sie hat ihre Preise gesenkt. Ja, ja, ha, 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 ha. Hilft mir nur nicht weiter. Okay. Bienen, 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 Bienen. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück latschen. Latsch, 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 latsch. Richtige Latsch-Quests. Geronimo! Zack, zack. 5 Bienen für dich. Aphidia. Huah, du hast mir meine Bienen wiedergebracht. Danke, Melvin. Jetzt kann ich wenigstens wieder ruhig schlafen. Hey, du musst nicht gleich rot werden. Warum sollte er auch? Du verdienst das Lob. Achso, voll und ganz. Dann nimm wenigstens ein bisschen von diesem Honig als Belohnung. Nimm diesen Honig. Ich werde jetzt wohl ein wenig Zeit brauchen, um meine Bienen gänzlich zu kurieren. Erfahrungspunkte. 39. Ja. Haben wir jetzt. Honig. Besorge eine Honigwabe für Loni Serra. Unsere alte Freundin. Vielleicht verkauft sie uns dann ja auch endlich was von ihrem super Angebot. Vielleicht ist sie ja so... nett. Man macht das. Latsch, 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 latsch. Latsch, latsch. Wie bitte? Latsch, latsch. Ach so, latsch, latsch. Alles klar. Falscher Weg. Ah, typisch. Zip. Los geht's. Oh, ich stehe ein bisschen knapp drauf. So. Kriege ich jetzt was zum Kaufen? Klasse, eine frische Bienenwabe voll Honig ist genau das, was ich gerade gebrauchen kann. Hier, nimm diesen Trank als Bezahlung an. Es ist ein geheimnisvoller Trank, den ich einmal für Fiona gemacht habe, damit er ihr Glück bringen sollte. Als sie schier vom Pech verfolgt schien. Seither habe ich sie jedoch kaum gesehen, weil sie stets um irgendetwas spielt. Es scheint, als würde er ihr in manchen Bereichen besonders viel Glück bringen. Hallo, möchtest du was kaufen? Ja, möchte ich. Na los, verrat mir schon, was du möchtest. Ich möchte von dir kaufen diesen magischen Kubus, der unsere mystischen Fähigkeiten erhöht. Kostet aber auch 200. Ein bisschen teurer. So. Ein paar kleine Heiltränke kann ich verkaufen. Davon habe ich schon genug. Oh, sie kann nur 30 Stück maximal nehmen. Okay. Dann, nehme ich noch ein paar kleine Mana-Tränke. Oh, 15 Gold. Das ist billiger als in Steamer Town. Und Pfeile, 30 Gold. Okay, ich kaufe mal welche. 10 Stück kann man davon dann kaufen. Ich kaufe mal ein paar davon. Ein paar kleine Mana-Tränke. Sind die gerade so günstig? Ah, endlich. Und Kreide völker ich. Aber da hat sie auch Maximum von 30. Ne, 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 ne. Ansonsten. 15 Goldmünzen für Entgiftungskraut. Einen verkaufe ich davon. Und, ich glaube sonst, ich kaufe mal alles auf hier. Dann noch ein paar von diesen und ich glaube, da habe ich erstmal genug. Oh, habe ich jetzt einen gekauft? Nee. Kostet auch 100 Gold, den will ich auch gar nicht haben. So, Pfeile habe ich, glaube ich, auch genug. Und das reicht dann auch. Gut, und magischer Kubus, der unser Mystikwert auf 14 erhöht, wodurch unsere Tränke jetzt eine viel höhere Wirksamkeit haben. Nämlich von 25% Heilung auf 33, also ein Drittel, glaube ich, ist das dann. So ist die Logik dahinter.
Gut. Zauberstab, ja, das müssen wir jetzt natürlich noch besorgen. Das hat ja hier Fiona. Wir haben einen Glückstrank bekommen, den wir selber gar nicht trinken können. Wahrscheinlich werfen wir den automatisch ein, wenn wir dann spielen. Man verbringt viel Zeit hier in diesem... in Yellon. Groß-Yellon, wie es ja wohl heißen soll. Das andere war ja wesentlich kleiner. Holen wir uns ein bisschen Honig, Mate. Gasthof. Wie heißt denn der Gasthof überhaupt? Ich kann hier wieder keine Schilder lesen. Das finde ich auch. So ein Steamer Town noch anders. Aber naja. Gut. Ach, du hast es dir anders überlegt. Du willst jetzt ein Spielchen gegen mich wagen? Na dann los. Okay, dann lass uns loslegen. Ich zeig dir, wie es geht. Ja, selbst Haupach hat mich nicht geschlagen. Und jetzt habe ich hier Glückstrank. Das sollte es ja nicht passen. Im Grunde genommen neutralisieren wir ja nicht ihr Glück, sondern Melvin als Pechvogel wird nur... Oh, hä? Was ist denn jetzt kaputt? Ich habe verloren. Ich kann es nicht fassen. Ich habe noch nie verloren. Ja, und ich weiß auch nicht, warum du dein Glück jetzt verloren hast, ehrlich gesagt. Eigentlich müssten wir unentschieden jetzt kriegen, weil beide Glück haben, aber... Vielleicht wird das Glück von ihr abgesogen und uns zugetan. Ha! Gotcha! Gotcha! Immer diese Verdenglischung in meiner mittelalterlichen Fantasy-Welt von Gotos. Jetzt habe ich gewonnen. So gehört sich das nämlich. Edge! So unschlagbar bist du wohl doch nicht. Und was wird jetzt aus dem versprochenen Preis? Da werde ich wohl nie drüber hinwegkommen. Ich habe tatsächlich verloren. Dann nimm den Zauberstab und schau, dass du mir aus den Augen kommst. Yeah, wir haben den Zauberstab. Hoppas, Zauberstab. Tut mir leid, Mel, aber mit dir spiele ich nicht mehr. 46 Erfahrungspunkte. Ja, vom dunklen Wald habe ich schon mal gehört. Du hast gegen Fiona gewonnen. Respekt, das hat noch keiner von uns geschafft. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, ehrlich gesagt. Ich meine, ich hatte eine Vermutung, aber das war wohl nicht das, was ich dachte. Ja. Du hast an einem Mechanismus gearbeitet, mit dem man Mondstrahlen einfangen kann. Das wäre doch was, was nützlich wäre. Gib es mir. Aber anscheinend ist noch nicht die richtige Zeit dafür. Es muss die richtige Zeit sein. Erstmal... Hoppach kriegt seinen Stab zurück. Ein Zauberer ohne seinen Zauberstab. Ist nicht so mächtig. Respektive gar nicht, wie Gandalf erfahren durfte im Kampf gegen Saruman. Saruman! Hoppach, mein Freund! Hier ist sein Stab. Bei der Ehre der Baumwächter, du hast meinen Zauberstab. Oh, es tut so gut, ihn wieder in Händen zu halten. Danke, aber jetzt muss ich einfach im stillen Kämmerlein ein wenig vor mich hinzaubern. Mach's gut, Mel. Was hat es eigentlich mit diesem Entgiftungselixier auf sich, von dem du vorhin erzählt hast? Ach, das Entgiftungselixier möchtest du gemixt haben? Dazu brauche ich aber noch die Blumen von den Meisterinnen der Jahreszeiten. Ich gehe mal davon aus, du weißt, wie viele Jahreszeiten es gibt, oder? Na, was hält dich dann noch hier? Ah, schon ganz ordentlich, mein Guter. Trotzdem sind das aber noch nicht alle Blumen. Oder wie viele Jahreszeiten gibt es bei euch so? Drei. Also, passt doch. Ja, Frühlingsblume, Winterblume, Sommerblume. Wir brauchen noch die Herbstblume. Irgendwie will die wunderbare Herrin des Herbstes mir nichts geben. Kann ich das jetzt zusammenbasteln? Nein, was fehlt mir noch? Okay. Also, ja. Herbstblumen brauche ich. Besorge alle Zutaten für das Entgiftungselixier. Ja, ich brauche noch das Lächeln. Dazu brauche ich aber... Muss ich Mondstrahlen einfangen? Dazu fehlt mir aber das Gefäß. Also alle Wege führen mich jetzt eigentlich zur Herbstmeisterin wieder hin. Weil die muss mir erstens die Blume geben und zweitens muss sie mir ja...
also das Gefäß geben, mit dem sie da die Mondstrahlen einfangen wollte. Also, zwei Sachen. Das hättest du mir gerade eben auch schon alles geben können. Du möchtest eine Herbstblume von mir haben? Kein Problem. Nimm diese dunkelgrüne Blüte des Herbstes an dich. Sie wird dir auf jeden Fall irgendwann nützlich sein. Ja, sehr bald schon. Na. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich muss gleich wieder herlaufen. Weil ich eine Quest nach der anderen abarbeite. Bianca macht sich weiterhin Sorgen um Yellon und die Stadt. Nicht die Stadt Yellon, sondern beides getrennt. Getrennte Sorge. Ist halbe Sorge vielleicht? Ich weiß nicht. Das ist ja vielleicht die Logik. Die Logik dahinter. Hoppa, hier mein Freund. Ich habe ein Déjà-vu. Ist dein ne Blume. Das hat ja ganz schön gedauert, bis du alle Zutaten für den Trank zusammen hattest. Na, ich will mal nicht so sein. Ist für mich ja alles nur ein Klacks. Hier ist dein Entgiftungselixier. Du brauchst aber unbedingt noch das Lächeln einer königlichen Person, um die letzten Kräfte des Trankes zu aktivieren. Versuch's bloß nicht ohne das. Wo du ein solches Lächeln herbekommst, ist allerdings dein Problem. Hey, siehst du denn nicht, dass ich arbeite? Raus. Das ist geheim. Ja, was ich überlegt habe, wenn das Lächeln einer königlichen Person ist und die königliche Person, also die Prinzessin, gewählt wird, warum machen wir eigentlich nicht Neuwahlen und wählen eine Fee, die lächeln kann? Das wäre doch eine Alternative, oder? Du benötigst ein königliches Lächeln, ja. Dazu brauche ich aber ein Gefäß für... Um die Mondstrahlen einzufangen. Oh, das war falsch. Das Gefäß hat die Herbstherrin doch. Aber ich gehe natürlich erstmal direkt hier zum nächstliegenden Standort, einfach um zu fragen und zu gucken. Mondstrahl, ja. Ah, und da ist jetzt plötzlich eine weitere Fee. Was für eine unglückselige Zeit. Merivan ist es. Ah, da ist sie ja. Okay. Muss ich nicht mehr zum Gasthaus laufen. Oh, was bin ich froh, dich zu sehen, Melvin. Aber ich hab's gerade eilig. Ich muss dringend nach unserer Prinzessin schauen. Bitte tu mir doch den Gefallen und hole das Lichtglas für mich ab. Das ist ein magisches Gefäß, das ich bei Nullisera bestellt habe. Okay, dann wissen wir jetzt ja, wo wir das Glas herkriegen. Dann wissen wir auch, wo die Mondstrahlen sind und ja. Besorgen das einfach mal gleich, weil ich glaube, wenn ich einfach hierher komme und ihr das Glas zeige, wird sie sagen, ja, ich bin gerade hier beschäftigt, kannst du nicht für mich die Mondstrahlen holen und ja, kann man das alles schon in einem Abwasch erledigen. Ich weiß genau, wie ihr tickt, das ist alles, ich durchschaue eure Machenschaften, ich durchschaue nur nicht immer hier die Wege. Ihr seid alle nur flugfaul. Und nicht mal lauffaul, sondern flugfaul. Nullisera! Mystikwert 14. Ich finde das gut. Na. Wer mich wirklich bald um den Verstand bringt, ist Horpach, dieser arrogante Schnösel. Oh nein! Statt uns zu helfen, macht er Experimente mit einer Lichtorgel. Sollte es dir jemals gelingen, diesen überkandidelten Kerl in einem Wettbewerb zu schlagen, dann wäre mir das eine ordentliche Belohnung wert. Ich könnte dir zum Beispiel ein spezielles Lichtglas schenken, das Merivan mich mal herzustellen gebeten hatte. Dieser Zauberer ist einfach ein Schnösel. Und jetzt kann ich auch nicht mehr mit dir handeln. Toll. Also es gibt nur ein kurzes Zeitfenster, in dem man überhaupt mit jemandem handeln kann. Das sind wertvolle... Stellung, aber ganz ehrlich, so viel muss man auch gar nicht kaufen. Das einzig Interessante wirklich sind die Kuben. Und darüber hinaus, der Rest ist halt Bonus. Pfeile kriegt man immer irgendwie. Und auch der Rest. Wir haben ja schon mehr als genug kleine Heiltränke. Ich kann auch nicht mal mehr verkaufen, weil sie nicht mehr haben will. Das heißt, ich bräuchte eigentlich einen weiteren Händler. Ah ja. Doof.
Hopper ist ja direkt gegenüber. So, und jetzt müssen wir die Lichtershow von Horpach ein bisschen durcheinander wirbeln wahrscheinlich. Und da steht er schon hier. Hast du immer noch Lust auf einen kleinen Wettkampf Mann gegen Mann? Die Feen sagen, dass du ziemlich gut im Zaubern von Lichteffekten bist. Warum versuchen wir das nicht gleich mal? Ich denke, ich bin auch nicht gerade schlecht darin. Was meinst du? Ohne Zahnrad? Du willst mich herausfordern? Sehr witzig. Gut, dann muss ich dir halt zeigen, wer hier der Meister ist. Schau her. Funk, funk. Na, das war ganz nett. Ich bin ja total beeindruckt. Wolltest du nicht vorher noch ein wenig üben gehen? Nun ja, aber ich bin ja schließlich auch nicht gerade ein Anfänger. Jetzt halte ich fest. Woher? Gab es in Dreamer Town auch so ein Ding? Oh, sieht ja schon gut aus. Das ist ein Kreis. Yay, es ist Silvester hier. Ja, anscheinend hat Melvin das Zahnrad schon direkt genutzt. Ich dachte, ich muss das vorher machen, aber nö. Tja, was sagst du nun, großer Erzmagus und Zauberer? Ich denke, das war doch ganz nett, oder? Unglaublich, du hast gewonnen. Hier, nimm diesen gelben Kristall als Siegesgeschenk. Ich habe ihn vor ein paar Wochen einem Schach abgekauft. Ja, du kannst das. Der hier mit seiner Karawane durchzog. Er sieht zwar sehr interessant aus und ist ohne Zweifel sehr alt. Er scheint auch einen gewissen Wert zu haben, denn vor einigen Tagen kam ein Fremder in unsere Stadt, um mich über den Kristall auszufragen. Er hatte allerdings eine merkwürdig zwiespältige Aura. Deshalb habe ich ihn bald wieder fortgeschickt. Nimm du ihn als finanziellen Rückhalt mit auf deine Reise. Man weiß nie, wenn man in Not gerät. Vor allen Dingen in finanzielle Not. Deine Aura ist übrigens völlig in Ordnung. Und eine weitere Vision. Sieh hinein in den gelben Stein. Die Apparatur wird in Betrieb genommen. Und dann. Zack, zack. Ich hab's gewusst, dass dieser Kristall wie der Grüne auf mich wirken würde. Ich wusste es. Ich hab's förmlich gespürt, schon als Horpach ihn herausholte. Die Kristalle gehören zusammen und sie scheinen etwas zu aktivieren. Es muss noch mehr von ihnen geben. Aber wo ist diese Maschine und wer sind diese unter ihren Kapuzen versteckten Priester? Niemand, den ich bisher in Gotos getroffen habe, sieht ihnen auch nur ähnlich. Doch, die hohen Ratsmitglieder in Dreamertown, die sehen genauso aus. Und diese Schriftzeichen, ich habe so etwas Ähnliches schon mal gesehen, aber wo? Ich muss einfach alles über diese Kristalle herausfinden. Sie öffnen mir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen. Ach nö, nicht du schon wieder. Da ist ja ein Streit mit Lonicera abwechslungsreicher. Erfahrungspunkte 58 jetzt. Tja, es ist schon. Es ist schon erstaunlich, was für einen Unterschied so ein kleines Zahnrad macht. Wir haben es direkt hier gefunden. Direkt dort, wo wir es auch benötigen. Wie passend. So, jetzt zu. Ja, Lonicera. Schlag Horpach im Lichtduell und sage es Lonicera. Vorher ist die Quest nicht beendet. Ein bisschen justieren. Die Rache ist dein, Lonicera, alte Hexe. Dir ist es wirklich gelungen, Horpach in einem Wettkampf auszustechen? Und auch noch bei seinen geliebten Lichtspielen? Ha, großartig, das geschieht ihm so richtig recht. Du hast ja eine Belohnung verdient. Hier, nimm dieses Lichtglas, das ich mal für Merivan gemacht habe. Angeblich kann man darin Mond- und Sonnenstrahlen fangen. Jetzt können wir wieder kaufen. Und verkaufen. Aber, nö. 200 will ich noch behalten. Habe ich das Buch hier mal gelesen? Nee, ich wollte es wohl, wa? Aber man kann es ja nicht. So. Bäm, ich hau da mit dem Morgenstern drauf. Mit einem Blutfliegenstachel. Einem Rabenschnabel.
Mit einem Barak-Bengel oder wie das Ding hieß in das schwarze Auge. Barak-Bengel? Ich nenne. Barabak. Engel? Engel? Bengel? Engel mit einem B davor. So, ich habe das Lichtglas. Was sagst du dazu jetzt? Geh zu der Mondblume im Süden Jellands und untersuche diese genau. Mit Hilfe des Lichtglases von Lonisera wird es dir sicherlich gelingen, einen Mondstrahl zu fangen. Es ist wohl unnötig, darauf hinzuweisen, dass du das nur bei Dunkelheit tun kannst. Ist es denn jetzt dunkel? Ich glaube, es ist hier immer dunkel, oder? Mondblume. Okay, sie wird auch auf der Karte so geführt. Und dann sind wir so ziemlich durch mit den ganzen Abenteuern hier in Jellon. Das fällt mir jetzt auf. Jellon. Jelly. Royal Jelly. Was ja lange Zeit gedacht wurde, dass... ja, ich weiß nicht, ob das nur Bienen waren oder auch Ameisenkönigen, dass denen das gegeben wurde, damit sie dann hier zu Königen werden und Eier legen. Aber es ist ja eigentlich eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, irgendwas mit Hormonen oder... Oh, das ist knapp. ja. Vielleicht heißt es deshalb Jellon, weil das auch alles so Insekten sind oder beziehungsweise Bienen hier überall gibt. Und lange Zeit, oder man kann ja auch sagen, dass Insekten im Grunde genommen für Feen gehalten worden sind und umgekehrt. So. Lichtglas. Werden in magischer Energie erfüllt. Mondlicht Power. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh, Melvin Moon. Oder Sailor Melvin. Na gut, das ist nicht so schön. Gut, wir haben jetzt das Licht. Fangen Sie wieder an zu lachen. Sofort. Im Grunde ist es das Lachgas diese von Gotors. Damit haben wir alles für das Entgiftungselixier und können dann den nächsten Abschnitt tatsächlich betreten. Den dunklen Wald. Oh, du bist auch hier. Dahlia, jetzt, da es unserer Prinzessin nicht gut geht, habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste einfach hierher in den Palast kommen. Oh, alle sind hier. Ja, Mondstrahl. Gut, dass du diese... dass du die Kobolde aus dieser Gegend vertrieben hast. Das gibt mir die Möglichkeit, hier bei unserer Prinzessin zu sein. Schade, dass mein Lied unserer Prinzessin nicht geholfen hat. Tjo. Aber das kann halt nur ich selber, anscheinend. Dir ist es tatsächlich gelungen, einen Mondstrahl einzufangen. Bravourös! Warum zeigst du ihn nicht der Prinzessin? Hylianna, normalerweise würde ihr das sehr viel Freude bereiten. Hier, bitte sehr. Okay. Hier, ich setze es ein. Ich kann der Prinzessin helfen. Ich weiß, wie wir sie wieder zum Lächeln bringen. Ich glaube auch, dass du das schaffen kannst, Melvin. Keiner kann unsere geliebte Prinzessin wieder zum Lachen bringen. Keiner kann unsere geliebte Prinzessin wieder zum Lachen bringen. Nein, alles, was ich sage, entspricht der Wahrheit. Seht her. Ein Laserstrahl. Es ist eine Lichtershow. Huch, was? Was war denn los? Was ist denn das? Oh, seht, seht, ich kann wieder lachen. Es ist wundervoll, wieder fröhlich sein zu können. Melvin, du bist doch ein Magier. Ah, ich bin ein Technomage. Dankeschön. Darf ich euch vielleicht um einen Gefallen bitten? Ich habe ein Entgiftungselixier bei mir, das erst durch euer wundersamen, strahlendes Lächeln zu wahrer Wirksamkeit gelangen kann. Es heißt, mit ihm könnten wir die giftigen Flüsse wieder reinigen. Ich würde das gerne so bald als möglich, möglich ausprobieren, um den dunklen Wald betreten und vielleicht sogar das berühmte Feenreich retten zu können. So nebenbei. Werdet ihr also für mich lächeln? Natürlich mache ich das Mel... dann mache ich das Mel...
Hihi. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu lachen. Nein, jetzt haben wir das Gegenteil. Gib mir einfach das Entgiftungselixier und ich schaue, was ich machen kann. Ich verstehe schon, Mel, dass du nicht bleiben kannst. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo deine Reise eigentlich hingehen soll. Das weiß Mel selber nicht. Jedenfalls wirst du durch den dunklen Wald müssen, in dem offenbar der Flussvergifter lauert. Ich habe immer befürchtet, dass er zurückkehrt und nun ist er wirklich hier. Aber jetzt, wo du uns schon in so vielem geholfen hast, lassen wir uns auch nicht mehr so schnell ins Boxhorn jagen. Trotzdem sei auch du gewappnet, wenn du dorthin gehst. Bitte nimm dieses spezielle Kettenhemd von mir an. Es schützt dich gegen Schnitte und Stiche. Und nur gegen das? Also es gibt, man erleidet glaube ich 25% weniger Schaden durch Schnitte und Stiche. Leg es an, wenn du den dunklen Wald betrittst. Ich hoffe wirklich, dass wir uns wiedersehen werden. Das ist nett. Tatsächlich, könnten wir das jetzt anlegen. Das Kettenhemd schützt gegen Stiche und Schnitte. Ist ganz nett. Aber ich glaube, ich werde lieber den Ring des Lebens nehmen, weil wir könnten sonst vergiftet werden. 77 Erfahrungspunkte, dein nächster Levelaufstieg ist auch bald wieder da. Mit Helianas Lächeln kehrt auch die Hoffnung auf bessere Zeiten wieder in unseren Wald zurück. Ich bin einfach überglücklich, dass du unserer Prinzessin das Lächeln wiedergegeben hast, Melvin. Ich bin auch glücklich. Hallo Melvin, schön dich nochmal zu sehen. Du hast uns wirklich in vielen Dingen sehr geholfen. Ich hoffe, dass ich nun bald in mein eigenes Haus zurückkehren kann. Ich hätte nicht gedacht, dass du das hinkriegst. Mel, ich habe vom ersten Augenblick an gewusst, dass in dir ein wahrer Held schlummert. Der schläft immer noch. Tut mir leid, Mel. Du hast wirklich Großes für uns geleistet, aber ich muss mich jetzt dringend um einige Amtsgeschäfte kümmern. Gut, Mädels, dann viel Spaß bei Amtsgeschäften und bei der Politik des Feenreiches, bei dem Austerieren der verschiedenen Parteien und was auch immer. Bitte nehmt keine Schmiergelder an und lasst euch nicht in einen Krieg hinein quatschen. Und so weiter und so fort. Die guten Wünsche von Mel, dem Kettenraucher, begleiten euch. So, ja, da sind wir durch. Mit Yellon. Konnten endlich mal wieder handeln, haben einen Mystikpunkt dazu bekommen und ein paar Erfahrungspunkte wieder. Alles in allem ein Erfolg. Jetzt müssen wir bloß noch hier den Flussvergifter finden und beseitigen. Gießen wir es hier rein, würde ich sagen, oder? Das wunderbare Entgiftungselixier, durch königliches Lächeln verbessert. Reinigt es vergiftete Flüsse. Ja, dann wirf es da rein, Mel. Melly Boy. Yep. Okay. Ah, und da kommt auch ein Floß angeflogen. Und ein paar Feen. Ah, unsere drei roten Feen wieder. Wollt ihr mich begleiten? Könnt ihr gerne machen. Oder ist das nur eine Verabschiedung? Tja, jetzt befinden wir uns hier in einer anderen Welt. Und oh Gott, das sind Piranhas. Ich werde von Piranhas attackiert. Kaum, dass ich hier bin. Gemein. So, kommt noch mehr? Kommt ruhig her. Ich habe 77 Erfahrungspunkte. Krieg ja sicher Erfahrungspunkte, oder? Komm, lande am Land. Mieser Kerl. Jawohl. 77. Und immer noch 77. Okay, ich weiß nicht, ob die Erfahrungspunkte geben. Aber wenigstens hier ist erstmal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und ich werfe nochmal einen Heiltrank ein. Ja. Und wir sind jetzt tatsächlich im dunklen Wald. Und das erkunden wir dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Technomage. Das war jetzt die Jellon-Folge im Grunde genommen. Im Großen und Ganzen. Ja, bis dahin. Test, Test, 1, 2, 3. Test, Test, 1, 2, 3. Guten Tag alle miteinander. Hier ist wieder GBF Akkad Altmeister mit dem Let's Play von Technomage. Und wir sind gerade im düsteren Wald und ich habe gerade den Spielstand neu geladen. Und aus irgendeinem Grund kommen mir jetzt ganz viele Gegner angeflogen. Wie zum Beispiel diese fliegenden Ratten oder ja, Gargoyles könnte man sie nennen. Außerdem gibt es hier weitere Piranhas, die überall verteilt sind anscheinend.
Da gibt es ein bisschen Wasser in so einem Baumstumpf und Schleimmonster. Mal sehen, wie gut wir uns derer erwehren können. Ah, sie arbeiten anscheinend mit den Piranhas zusammen. Und das sehr effektiv, wie ich gerade feststelle. Vielleicht bräuchte man eine andere Waffe. Ich nehme mal das Schwert. Und wir haben auch den Wirbelsturm der Viper. Verwirbelt und vergiftet Gegner. Mal sehen, ob das was bringt. Aber gegen Giftmonster wird es wahrscheinlich nicht so viel bringen. Befürchte ich einfach mal. Und deshalb nehme ich lieber wieder Eis. Ich bleib dabei. Im Wasser kann man ja sehen, dass da ein paar Piranhas sind dann. Einigen Stellen. Und hier haben wir wieder diese Figuren. Aber die sind zum Glück leicht zu beseitigen. Und vielleicht hilft der Wirbelsturm ja doch. Ja. Ah, das sieht doch gut aus. Hey, hey. Na gut. Das ging schon mal besser, würde ich sagen. Mein Schwert macht nicht viel mehr Schaden. Und der Piranha kommt nicht mehr ins Wasser zurück. Ja, und das war der Wirbelsturm der Viper. Er vergiftet ja angeblich auch noch die Gegner. Aber ganz ehrlich, es gibt genug Flussvergifter in diesem Spiel, meines Erachtens. Von daher muss ich nicht noch da extra reinbuttern. Ein bisschen Lebensenergie. Oh, und ein Fisch. Ey, komm zurück. Ah, hier, da war ein Kollege. Achso, er wollte mich ablenken und sein Kollege sollte mich dann töten. Ich glaube, das war die Strategie dahinter. Und habt ihr das gesehen? Der Schleimer ist da direkt ins Wasser gesprungen oder reingeschlubbert. Und da war es das dann mit ihm. Ja, so kann man es natürlich auch machen, aber ist natürlich nicht so effektiv. Letzten Endes, so. Weil man tot ist. Und das sind Erfahrungspunkte, die ich nicht kriege. Ich erhebe Einspruch. Ja. Einen Heiltrank werfe ich mir ein. Komm her, du Fisch. Ich weiß, dass du da bist. So, Plattessa. Jetzt gibt's Müsli. Fischmüsli. Oder Melvin Müsli. In diesem Fall. Ja, es war ganz merkwürdig. Ich habe das Spiel geladen und beim letzten Mal war es ja alles ruhig. Und auf einmal kommen mir da diese ganzen Gegner und noch mehr Fische entgegen. Ja, wie jetzt auch hier. Oh. Nicht mit einem Schlag beseitigt. Eieiei, die haben auch eine große Reichweite, stelle ich gerade fest. Ah, so, kein Mana mehr. Jetzt müssen wir halt uns so durchkämpfen. Jetzt hier. Ey. Von wo kam der denn? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, es ist ein bisschen ungünstig alles hier jetzt. Ich stelle fest, der Schwierigkeitsgrad hat sich ein bisschen erhöht. Und Eis bringt nicht wirklich was gegen diese Kreaturen. Das Problem ist vor allen Dingen, dass ihre Schleimattacken, das sind ja wieder diese Wurfattacken oder überhaupt Fernkampfangriffe, die sie uns hier entgegenschleudern. Was ja generell immer ein Problem ist, weil dagegen ist, da braucht man schon eine höhere Distanz zu den Gegnern, um, damit man nicht so leicht getroffen wird. Weil wenn man direkt neben denen steht, oh, dann ist es natürlich nicht so schlimm. Dann ist es, da kann man nicht mehr ausweichen. Wenn man direkt neben denen steht, ansonsten hat man auch immer die Möglichkeit. Ich kann natürlich auch ein paar Pfeile verschießen, selber jetzt. Wozu habe ich die denn? Aber draufholzen. Kostet natürlich viele Pfeile. Und irgendwer rotzt mich hier an. Na gut, vielleicht sollte ich die Pfeile doch aufsparen für etwas Wichtigeres. Was ist hier los? Ich sehe niemanden. Trotzdem werde ich hier angegriffen. Ist es die Aura von diesen Schleimern hier? Nee. Ich dachte, vielleicht ist es dieser Totenschädel, der da unten drin sitzt, aber der ist es wohl auch nicht.